Und somit willkommen zurück zu A Knight's Quest. Beim letzten Mal sind wir hier zu den kalten Quellen gekommen und sind jetzt ein Stückchen schon vorangekommen und jetzt wollen wir durch die Tür. Und wer wissen will, was in dieser Truhe war, da war ziemlich viel Geld drin. Also lohnt sich hier auf jeden Fall zu. So, mal schauen. Jetzt auf jeden Fall Gegner, der uns trifft. Ein Knochen halt. Nein, geh weg! Ich springe zwar hoch, aber er trifft immer irgendwie, ne? Okay. Hier ist noch ein Skelett, der schwach ist. Von da kommen wir runter, okay. Das ist eine richtige Melone. Wir sind ja auf der Suche nach dem Hammer von Eve. Zwei gegen eins, ne? Ist auch unfair. Alles einsetzen. Na komm, nimm das mit. Ja, genau! Der hat direkt schon geschossen. Scheiß Ding, Alter, komm her. Oh, jetzt können wir die Lücken einsetzen. Okay, keine Ahnung, was die uns hier gegeben hat. Aber Moment mal. So, das hier löschen. Das auch löschen. Das natürlich auch. Frage ist jetzt, ob wir da irgendwie rüberkommen. Ja, das geht. Oh, bleibt stehen. Solange es nicht glatt ist, ist alles in Ordnung. Hm? Hm? Wir hätten auch da lang gekommen. Ah, hier gibt es eine Truhe. Aha. Ah, aha, aha. Hat sich gelohnt für einen Färber. Ah, da weiter. Hm? Ist aber auch unten lang gekommen, ne? Da geht's da lang oder durch die Tür? Viele Wege, viele Fragen. Erfahren wir jetzt, ob wir jetzt hier richtig. Okay. Ja, so nicht. Halt. Okay, hier geht's nirgends so weiter. Dann gehen wir hier durch die nächste Tür. Ja, komm her. Eine Truhe, gib mir eher ein Item. Ah, Gold, das ist auch wichtig. Um Sachen später zu kaufen. In Vasen einfach nichts drin. Kann man machen. Da geht's auch wieder weiter. Oh, geh weg, die Scheiße. Ah, ich bin nur wieder zum Stehen geblieben und schon greift er an, Alter. Voll krank, manche. Gegner.
Na komm. Er hat eine Barriere. Jetzt. Ah, genau so soll es gehen. Hier sind drei sehr kleine Kisten. Ne, Waldbruch. Noch mehr Gold hier. Ja. Und ein Haufen. Geil. Ah, ich vermisse aber hier so eine schöne Kartenübersicht. Weil wir haben nur so, aber. Von den Dungeons zum Beispiel so eine Karte wäre genial. Links, rechts, keine Ahnung. Rote Feuerflamme ist hier. Also hier ist nichts. Das ist der Hammer. Oh. Aber da kommen wir nicht hoch. Wir können hier rein. Aha. Da ist was. Aber wir können die Waffe hier nicht zu Ende benutzen. Aber wir kommen da gar nicht mal raus. Kann ich mal aus dem Wasser springen? Dein Ernst? Okay, die flackert nicht. Ah, dann können wir hier wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie was weitermachen. Das heißt, wir gehen erstmal hier. Okay, hier warten wir auf die Plattform. Auf die wir nicht kommen? Ernsthaft? Hä? Na, nochmal gleich. Ich stelle mich jetzt hier drauf. Springe von hier runter. Ah, es hat geklappt, sehr schön. Wow, die bewegt sich aber ja. Krass. Hier sind noch überall diese grünen Fackeln an. Ah, hilf mir. Komm, spring rüber. Die rote ist, so, hat, ist eben so aufgeflackert nur. Okay, okay. Hier geht's durch. Hier sind überall diese Fackeln. Abkürzung? Ah, das war's dann, ne? Hat jetzt was bewirkt? Sah so aus, ob das Wasser runtergeht, aber. Irgendwie auch nicht. Wow, das war krank. Da kommen wir auch runter. Hm. Das ist auch so, worin ich hochkomme. Nach oben würde es weitergehen.
Aber wie kommen wir da jetzt hin? Geheime Leiter irgendwo? Sehr fraglich jetzt hier. Nur so blöd. Ah, das Wasser ist jetzt wirklich etwas tiefer. Hier kann ich jetzt ein bisschen springen jetzt schon. Nein! Ich bin in der Kante gesprungen. Okay, es müsste noch ein Stück tiefer. Nein, geh hoch. Da geht's ja auch. Hier macht keinen Sinn jetzt nochmal. Frage ist jetzt wirklich, komme ich jetzt schon zum Hammer? Nee, ne? Okay. Zu hoch. Ah, die habe ich nur ausgemacht. Da. Irgendwie sehr kompliziert. Was können wir jetzt anstelle machen? Es wurden ja diese Eistypen irgendwo im Wasser gezeigt. Vielleicht können wir da irgendwo hin. Ja, hier geradeaus noch. Warte, Moment. Ah, eine Truhe. Kann man runter? Okay, nehme ich da durch, ja. Das ist ja... wo wir hergekommen sind. Aber wir können da noch lang. Für eine weitere Truhe. Sehr, sehr komisch. Oder müssen wir hier irgendwo lang? Ja, da waren wir schon. Ach, da geht's noch. Ah. Nein! Habt ihr das gesehen? Ich springe und er lenkt ganz anders hin. Ganz komisch. Nein, nein, nein! Wieso kommt die wieder so komisch? Dabei habe ich nach hinten gezogen, das Stick hier. Ey, das passt doch voll gar nicht. War ich schon längst im Wasser, aber okay. Okay, da können wir das machen. So eine Übersichtskarte, wie eben schon mal erwähnt, fehlt mir wie hier wirklich. Okay, da ist ein Pilz, wenn wir drauf könnten.
Wollen wir wieder hoch? Nein, wollen wir nicht. Weil hier ist ja auch noch ein Weg. Okay, hier brauchen wir irgendetwas, um da rauszukommen. Eine große Truhe ist auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mal hier. Okay, hier müssen wir erstmal kämpfen. Wow. Ja, Alter, wie schnell, wie weit der uns angreifen kann. Gib mir irgendein Item, Alter. Ein Huf, das brauche ich nicht. Man hätte auch durchlaufen können einfach. Hey, kann man was wegschmelzen? Ach, hier ist wieder so eine Frau. Ah. Für irgendeinen Pilz. Ah. Sehr interessant. Okay, da ist nix. Speichern würde ich jetzt gerne. Das geht nicht. Ich möchte jetzt erstmal hier aus dem Dungeon wieder raus, dann wieder rein. Dann speichert er. So. Heißt, wir gehen jetzt erstmal aus dem Wasser raus. Hä? Spring da rüber, Alter. Kriegen wir denn doch noch vielleicht den Hammer? Fragezeichen. Okay. Wieder hier eine Schiene. Ah. Hm. Ja, macht Sinn. Okay, da kommen wir nicht rüber. Wie brauchen wir hier den Hammer, glaube ich. Überall komische Schienen. Von der können wir runter. Und landen hier irgendwo. Und auf jeden Fall blaue Fackeln. Das heißt, wir sind richtig. Ein Hebel, den machen wir mal. Was bewegt er? Ja, war minimal gezogen, ne? Alter. Nein, ich hab... Oh, ich hab den Knopf. Okay, kommen wir doch noch voran. Ja, das ist gut. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Die Frage ist, wie kommen oder wir von... Wo müssen wir da lang gehen? Ah, sehr kompliziert hier. Wir gehen wieder noch einmal dort entlang. Aber wir können vielleicht doch jetzt den Hammer holen. Weil das Wasser ist mal etwas runtergegangen. Vielleicht können wir dort jetzt ganz stehen. Ja, hier war ja nichts mehr, ne? Ja, stimmt, wir gehen zurück.
er einfach nicht schwimmen kann, ne? Ist schon dumm. So, wo war er denn nochmal? Aber wir haben ja so eine komische Frucht. Wenn irgendwo ein Pilz ist, der kann sie gerne haben. Nein, wir müssen hoch. Kann man nicht von hier? Ja, da rutscht man nur unter. Okay. Nein, das war auch, oh, das war dumm. War noch viel zu weit weg. Ich will jetzt noch den Hammer holen. Nach meiner Berechnung müsste der an den ich drankommen. So, und dann da rüber. So, wir kamen ja direkt hier hin, das heißt, wir hätten direkt hier rüber gekommen. Ich glaube, er mag gerne tauchen hier. So, jetzt zeige ich euch, was ich meine. Jetzt müsste das Wasser weg sein. Nein, leider nicht. Schade. Und wie es dann hier wohl weitergeht und ob wir den Hammer beim nächsten Mal bekommen, erfahren wir in der nächsten Folge. Oder mal kurz schauen. Den wollen wir haben. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Dann sage ich nur, ich glaube, ihr bleibt bitte schön und ciao.